Liebe Hanseatinnen und Hanseaten, mein Name ist Christian Pospischi, ich bin der Bürgermeister der Hansestadt Attendorn. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, mit Ihnen zusammen den ersten westfälischen Hansetag nach der Pandemie feiern zu können, und zwar hier in Attendorn. Am 10. und 11. September wollen wir hier in unserer schön hergerichteten Innenstadt den westfälischen Hansetag und zugleich den 800. Geburtstag unserer Stadt feiern. Im Jahr 1222 wurden Attendorn die Stadtrechte verliehen und die Stadt wurde mit Mauern, Türmen und Toren umgeben. Gleichzeitig wurde die Schützengesellschaft gegründet, die ebenfalls 800 wird. Und die Schützen haben Attendorn beispielsweise im Dreißigjährigen Krieg verteidigt. Aber noch im Mittelalter trat die Stadt der Hanse bei und wurde eine blühende Hansestadt. Und überall in der Altstadt von Attendorn ist dieses Erbe heute spürbar. Und die Stadt ist traditionsbewusst wie eh und je. Und wenn eins Tradition ist in unserer Stadt, dann, dass man die Feste feiern muss, wie sie fallen. Ganz besonders natürlich einen 800. Geburtstag. Deshalb lade ich Sie nochmals herzlich nach Attendorn ein. Verbinden Sie Ihren Besuch auch gerne mit einem Abstecher an den schönen Biggesee oder in die spektakuläre Atterhöhle. Lassen Sie uns hier gemeinsam den westfälischen Hansetag im September feiern. Sie sind in Attendorn herzlich willkommen.